Gute Stimmung am Badeweiher, auch wenn ein Blick auf die Tabelle und die letzten Spiele eine andere Sprache sprechen. Besonders das Spiel am vergangenen Spieltag gegen Bielefeld 2 war der Höhepunkt des Tiefpunkts. Die Situation für uns ist nicht rosig, das ist klar. Wir wollen trotzdem Spaß haben und Fußball spielen. Und wenn wir uns hier treffen, nach der Arbeit abends, dann müssen wir Spaß haben. Und klar ist der Erfolgsdruck da. Und vier Spiele hintereinander ohne Sieg, beziehungsweise vier Niederlagen in Folge, das ist nicht angenehm. Aber wir müssen trotzdem an unseren Zielen arbeiten, Spiele zu gewinnen, Spaß zu haben, erfolgreich zu sein. Und Spaß steht immer an oberster Stelle. Klar ist auch dann in einzelnen Situationen der notwendige Ernst da. Das ist auch selbstverständlich. Ne? Aber wir wollen Fußball spielen, zusammen sein und Spaß haben, so wie die Jungs da auf dem Platz. Spaß am Training können unter anderem Jago van Briel und Fabio Sardini nicht haben. Beide kämpfen noch mit Verletzungen aus vergangenen Spielen. Auch Kapitän André Koch fehlte beim Training. Einen Einsatz der beiden hält Carsten Quante aber nicht für ausgeschlossen. Wir haben einige angeschlagene Spieler, die zwei gehören auch mit dazu und ob das bis Samstag reicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Jago leidet unter einem Knöchelödem, das heißt, er wird noch ein, zwei Wochen ausfallen, aber zur Wintervorbereitung wird er pünktlich wieder dabei sein, glücklicherweise. Der letzte Gegner in der Hinrunde heißt Eintracht Rheine, momentan Platz 9 in der Tabelle und die vom VfB Hüls angestrebten 20 Punkte bereits erreicht. Auswärts konnte die Badeweiher 11 allerdings 5 von 9 Spielen gegen die Eintracht für sich entscheiden. 3 verlor man und 1 endete mit einem Unentschieden. Wie schätzt man so einen Gegner in Hüls ein? Sicherlich eine andere Mannschaft als Bielefeld. Die wird andere Stärken haben. Sie ist sehr heimstark. Die spielen auf einem sehr wahrscheinlich tiefen Rasen. Und das wird mit diesem Spiel hier so gut wie nichts zu tun haben. Es wird sicherlich da Attribute wie Kampf und Laufbereitschaft und Kommunikation, die werden ein Thema sein in dem Spiel. Kämpfen wird der VfB sicherlich, damit man dieses verrückte Jahr 2014 mit einem positiven Gefühl beenden kann. Highlights gab es auch für Trainer Carsten Quandt in diesem Jahr genug. Also für mich persönlich, der Ausstieg von dem Verein Blau-Weiß-Westfalia Lang Bochum zu VfB Hüls mit dem verbundenen Klassenhalt und mit einer sehr tollen Anfangsphase, jetzt eine schwierige, aber vielleicht auch zum Teil erklärbar. Und mit einem Punkt oder vielleicht sogar dreien in Rheine könnten wir mit 18 oder mit 20 Punkten eine verhältnismäßig ordentliche Hinserie abschließen und haben noch ein Spiel weniger. Gemeint ist das Spiel gegen Tabellenführer Aalen vom 14. Spieltag, das passenderweise auch am 14.02.2015 nachgeholt wird. Aber vorher spielt der VfB am Samstag schon um 14 Uhr im etwa 100 Kilometer entfernten Bendlager Weg am 17. Spieltag der Oberliga Westfalen, wenn es heißt Eintracht Rheine gegen den VfB Hüls.